Hallo, mein Name ist das wisst ihr eh schon und das wisst ihr auch schon. Also wir beide begrüßen euch zu einer neuen Folge von Playzocker versus Italophiler und wir haben heute den dritten Teil meines Sammlungsoverviews, die Bibliothek betreffend. Und lieber Clemens, ich danke dir, dass du heute wieder zu mir gekommen bist. Und na gut, ich bin ja quasi immer noch da, also du darfst mir nicht rauslassen. Der Robert sperrt die Tür zu und dann sagt er, nein, jetzt drehen wir noch eine Folge. Und wurscht. Auf jeden Fall, die Angst sitzt im wahrsten Sinne des Wortes direkt neben mir. Ja. Und zwar kommen wir zur Gesamtausgabe von Frank Trebin, mittlerweile ja auch, glaube ich, Teil der OFDB. Ja, korrekt. Man muss dazu sagen, das ist so quasi das Zusammenfassung. Ja. Genau. Und Frank Dragons, die Angst jetzt neben dir, das war ja damals quasi die Frank Dragon gesagt. Na, du, sagt dir das was? Ja, nein, ich kenne die nackte Kanone, aber okay. Egal. Das finde ich auf alle Fälle irrsinnig spannend, dass ja neben diesen langen, bildlosen Textzeilen auch hier wieder einzelne Seiten in Farbe drinnen sind. Ja? Sehr gut, ja. Da fühle dann ich mich ein bisschen wohler. Ja. Mhm. Was sind nicht so viel zum Lesen? Filme, super. Invasion der Zombies ist ja großartig. Ja. Dieses Buch ist ja quasi, das war damals die Bibel, ja? aller Rezensionen von Filmen. Heutzutage geht man auf IMDB, OFDB, ja? Lässt man sich die einzelnen Rezensionen der Leute durch. Das war damals. Vor allem auch interessant, ein Bewertungssystem, das aus zwei Teilen besteht. Genau. Die Qualität des Films und das Blättergrad. Und der Härtegrad, genau. Ja. Ja. Und da habe ich mir damals irrsinnig viele Ideen geholt an Filmen, die ich mir noch besorgen wollte und dann teilweise auch hatte. Und dazu muss man aber sagen, bei diesem Buch ist, dass es wirklich rein um Horror und um den fantastischen Film geht. Ja. Also da gibt es keine Action-Filme und so weiter. Also hier bekommt man wirklich das, was das Buch verspricht. Limitiert auf 3000 Stück damals. Ja. Erste Auflage 98, 90 D-Mark. Mhm. Kann man quasi umrechnen, ungefähr 45 Euro. Ja. Jetzt kostet es derselbe Betrag halt in Euro, also unter 90, 100 Euro wird man dieses Buch vermutlich nicht mehr bekommen. Wahnsinn. Ja. Ist aber halt doch, muss man sagen, ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Aber ich meine ganz ehrlich, wir sind Sammler. Das ist ja genau unseres, oder? Was Relikt aus vergangenen Zeiten. Genau. Alleine, wenn man anschaut, deine Hardboxen-Sammlung, die ja zum großen Teil aus Retro-Covern und VHS-Stil-Nachbauten besteht, das sind ja alles Relikte. Ja. Also ich fühle mich auch so. Ich wollte es nicht sagen, aber deswegen habe ich es eh gesagt. Selbsterkenntnis. Ja. Kommen wir weiter zu einem eigenen Genre wieder. Und zwar Vampire. Ja? Ist ja ein eigenes Genre, bekannt geworden durch die Hammerfilme, sage ich jetzt einmal für uns, aus den 70er und 60er Jahren. War natürlich auch schon viel früher. Naja, Wahnsinn. Ja. Lon Chaney Jr. Ja. Und ich verweise auch hier auf die Vampire von Charolais, oder ich weiß nicht, wie man Französisch ausspricht. Ich habe zwar 8 Jahre Französisch gehabt, aber du sprichst das auch nicht besser aus als ich. Also ich spreche Speisekarten Französisch und ich kenne den Satz, mit dem man durch ganz Frankreich reisen kann. Deux verres, s'il vous plaît. Baguette, please. Baguette, please. Please, okay, aber wieder. Und wir hatten wieder was zu lachen. Da haben wir noch die gefangenen Jungfrauen. So, und wenn sich daher Playzocker irgendwann wieder mal beruhigt, dann könnt ihr mir wieder hier helfen, die Bücher zu halten. Robert glänzt mit seinem Sprachtalent. Ja, forget please. Por favor. Raus sind rein der Nichttoten. Alternativ der neue Titel von Playzocker vs. Italophiler. Der erste Vampir-Roman war ja, glaube ich, Dracula, ne? Ich bin nur Autofahrer. Ja, macht nichts. Das gefällt mir eines weniger jetzt, ist super. Da haben wir natürlich auch ein super Filmplakat, das es bis dato leider nur als Bootleg gab, jetzt aber auch in einer offiziellen VÖ daherkommt. Und ich darf mir kein Paket noch bestellen. Dieses Buch ist wirklich irrsinnig interessant. Also, wem dieses Genre gefällt, kann ich das Buch nur empfehlen. Es ist halt auch schon relativ alt, aber nichtsdestotrotz ein wirklicher Augenburner und Augenfeger. Augenburner. Es gibt auch französische... Nein, also das, diesen Spruch muss man nachher ganz kurz sagen. Mein Herr, der Graf. Also das ist wirklich Wahnsinn. Nicht die Gräfin vom Naschmarkt, sondern der Graf. Genau. Gut, okay. Ah. So, geht's wieder halbwegs, oder? Weißt du, ich sehe jetzt sogar nur, dass du die letzten drei Bücher noch original verpackt hast. Nämlich ja. Einerseits von Peter Osterried im Auftrag ihrer Majestät. Ich nehme an, es könnte wieder ein bisschen schwieriger sein. James Bond zu tun haben. Als kleine Rache lasse ich das jetzt selbst halten. Du machst widerwärtig. Aber dann haben wir den ersten Teil des großen Clint Eastwood Buches, wo es ja vermutlich, hoffentlich, noch einen zweiten Teil geben wird. Und jetzt wird es noch schwerer. Detlef Klaus hat geschrieben, und das interessiert mich eigentlich sehr, asiatische Monster und Science-Fiction-Filme 1956 bis 2011. Ja. Ja. Lieber Zocki, ich kann dir ein Angebot machen, und zwar... Du darfst jetzt eines dieser drei Bücher... Passt, hat sie erledigt, danke. Und folieren, sprich auspacken, was dich am meisten interessiert. Okay, ja. Er arbeitet schon, er ist dran. Ist mehr oder weniger schon erledigt. Das ist ein Buch, wo es angeblich aber auch nur unter Anführungszeichen Werbematerial gibt. Bin ich selbst schon gespannt. So, wir drehen uns jetzt von der Kamera weg, weil das interessiert uns selber. Und zwar halten wir das vielleicht wieder gemeinsam, weil das ist ein bisschen... Weißt du, dass du bist? Bist du... Wahnsinn. Die fliegenden Monster von Osaka. Wahnsinn, Hammer. Na, Hammer schon gehabt. Da sind sogar die alten Filmprogramme abgebildet. Ja, also das ist natürlich super. Das ist wirklich genial. Ja. Lieber Detlef Klaus, du hast uns da eine wahnsinnige Freude gemacht. Oh ja. Oh ja. Das habe ich zum Beispiel in großer Hardbox. Ah, sag, was mich interessiert, gibt es eigentlich ein Buch mit den gesammelten katholischen Filmkritiken? Von damals? Noch nicht, aber das wäre eine gute Idee, das könnten wir schreiben. Also schreiben, zusammenkopieren, aber das würde mich extrem interessieren. Ich kenne ja aus den katholischen Filmkritiken immer nur mehr oder weniger den bekanntesten Satz, wir raten ab. Befehl aus dem Dunkel, der war so geil. Wenn der katholische Filmdienst schreibt, wir raten ab, dann war es eine Empfehlung. Was raten wir dann beide? Nein, so, ja, genau. Das ist echt komplett klar, ja. Godzilla, der Drache aus dem Dschungel. Wahnsinn. Also, ich liebe diese Filme, die sind so geil. Und siehst du nicht besser? Frankensteins Teufelsei, Godzilla, ja! Bitte, Alter. Und ich blättere so gerne durch in diesen Büchern, ja, die Seiten und anschauen und... Ja, nein, also damit muss ich also mal kurz zur Kamera schreiben. Das ist doch alles viel besser, als wenn man sich im Internet irgendwelche Informationsfetzen zusammenzusuchen. Da habe ich alle Infos gebündelt in bester Qualität. Das muss man auch dazu sagen. Wobei, da gibt es dann natürlich auch Labels wie Anolis, die zum Beispiel diese Sachen dann auch immer Teile der DVDs werden lassen, wo ich dann immer gerne durch die Slideshows mich quasi durchkämpfe und immer den größtmöglichen Spaß habe bei diesen Sachen. Das ist ja unglaublich. Also Anolis und Frankenstein und die U4000, die Kaiju Classics würde ich ja noch gern komplett haben, aber leider, die sind so teuer. Ja, Anolis hat sich da wirklich bemüht und einen Namen gemacht, in diese Nische einzubringen, dankenswerterweise. Extrem, ja. Und das sind natürlich, ich meine, man braucht natürlich ein gewisses Faible für sich, solche Art von Filmen. Ja. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also ich glaube, müsste ich meine Top 10 Lieblingsfilme aller Zeiten zusammenstellen, der wäre dabei. Ja. Die Invasion aus dem Inneren der Erde, diese Skelette, die einfach nur quasi schwarz angezogen sind mit weiß aufgemalten Knochen, das ist unglaublich. Leider haben wir nicht die Zeit, ein Buch genauer zu besprechen. Wir haben vor allem nicht die Muskeln dafür, weil es tut langsam schon wirklich weh. Okay. Dafür, das nächste Buch, Sehen und Sterben lassen, das kenne ich schon von einem von deinen Sammlungsupdates. Ich glaube, das haben wir im März wenn mir nicht alles täuscht, schon näher vorgestellt. Vielleicht schaut ihr mal ganz kurz in unserer Playlist zurück, falls ihr von dem Buch mehr sehen wollt, weil uns drängt wirklich die Zeit. Ja. Vielleicht... Wir fangen jetzt an, wir machen weiter mit der Mad Max-Trilogie. Die du ja noch original verpackt hast. Genau. Also davon sehen wir jetzt nicht wahnsinnig viel, ist aber mit 12,90 € UVP auch ein relativ günstiges Buch im Verhältnis. Ich würde natürlich ganz gern weitermachen mit der Godzilla & Co. Collection, beziehungsweise dem inoffiziellen Guide aus der Hölle auf Erden. Was auch thematisch zu diesen asiatischen Monstern führt. Genau, so ist es, ja. Und da halt eben wesentlich schlanker und nur in Schwarz-Weiß, was ich sehr schade finde, weil man nur in Schwarz-Weiß. Mhm. So ja, also diverse japanische Filmposter, bitte halt das noch mal ganz kurz in der Kamera. Das ist etwas, was mir irrsinnig gut gefällt. Ja. So, das ist Wahnsinn. Man kann es zwar nicht lesen, aber die Schriftzeichen schon extrem. Aber ganz ehrlich, Japanisch oder Chinesisch, das sind schon Sprachen. Also, wenn ich wirklich die Zeit hätte und die Möglichkeiten hätte, das ansatzweise irgendwie zu lernen, das würde ich definitiv machen. Weil das ist ich auch. Also da sind wir zwei. Wir könnten ja auch einmal so einen Sprachkurs belegen und das nächste Overview bringen wir dann in chinesischer Sprache, wo die Zuschauer sicher sehr begeistert sind davon. Ha! Das Monster jagen Godzillas Sohn auch ab. Also auch ein sehr informatives Buch, etwas anders ausgebaut als die asiatischen Monster, weil hier sind ja natürlich auch textlich. Den Film hätten wir verzichten können. Sehr viel verarbeitet. Ja, also auf Charakterbiografien quasi. Ja. Wer auf Godzilla oder andere kleine Insekten, Eidechsenfilme steht, bitte, hier habt ihr das perfekte Buch dazu. Greift zum gigantischen Kompendium von Dietrich fast. Also ich glaube, das muss ich mir dann nachher, wenn wir fertig sind mit dem Drehen, auch nochmal genauer anschauen. Wieder noch ein OVP-Buch. Luxusausgabe, was ist damit gemeint? Check anders. Also entweder, dass es Hardcover ist oder es gibt innen noch irgendwelche spezielle Seiten, die im normalen Buch nicht enthalten sind. Was du nicht wissen kannst, weil es noch OVP ist. Korrekt. Wahnsinn. Aber Jack Arnold ist natürlich auch einer der Klassiker, irgendwie im fantastischen Film, das ist wirklich super. Wieder tolle Idee von Peter Osterried und ich kann mich nur immer wieder bedanken für diese tollen Ideen und Aufnahmen. Den Namen höre ich in den letzten Updates zu deiner Bibliothek wahnsinnig oft. Der hat unglaublich viele Bücher geschrieben. Peter Osterried, genauso wie Tobias Hohmann. Ja. Django! Ja, naja, da kommen wir mal zu einem Genre, dem ich sehr zwiespältig gegenüberstehe, und zwar Western, beziehungsweise in dem Fall Italo-Western. Dafür ist ein DVD dabei. Das ist dabei mit und zwei Filmen. Umberto Lenzi ist ein Colt für 1000 Särge und Vengeance mit Rocco kam der Tod. Ich mag ja prinzipiell keine Western und es wird mir vermutlich wieder einmal ein lieber YouTuber schreiben, das ist ein Skandal, dass ich keine Western mag. Skandal um Robert! Daher natürlich auch keine Italo-Western sammle. Aber das Buch ist extrem sehr gut aufgemacht. Filmkritik ist ja geil. Bleigehalt, 5 Kugeln. Extrem sehr gut. Das finde ich super. Ich überschlage mich natürlich wieder mit meinem rhetorischen Können. Hier haben wir auch zum Beispiel den Original Django mit Franco Nero. Ist hier ebenso beschrieben wie alle Nachzügler, Nachahmer etc. Ich finde das ganz witzig, und zwar der Härtegrad ist hier, also der Bleigehalt. Ja. Ist hier also mit Pistolenkugeln angeführt, je mehr, desto härter. Und... schau, da fallen wir gerade ein, weil wir vorher schon einmal gesprochen haben über unsere Lucio Fulci Top 10. Ja. Da ist dann natürlich Django, sein Gesangsbuch war der Colt, den ich jetzt leider beim Dreh von diesem Video noch nicht gesehen habe, der aber schon bei mir ist. Ja. Obwohl wir wahrscheinlich vor einem halben Jahr die Fulci Top 10 schon abgehandelt haben. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe die große Hardbox mit diesem Cover. Du sammelst ja wirklich gar keine Western. Also na, ich habe damit begonnen, aber aufgrund von extremen Platzproblemen habe ich davon leider Abstand nehmen müssen. Okay. Wenn man einfach andere Genres lieber sammelt. Als ehemaliger Kampfsportler und Kampfsportliebhaber, haben wir eben gesehen im Rocky-Intro. Danke. Sind wir die Eastern einfach lieber als wie die Besten. Ja, also dass der Robert ehemaliger Kampfsportprofi ist, hat man gesehen, dass in dem Intro von Rocky, das er selber geschrieben hat, er dann im Endeffekt im Kampfsport besser war als ich. Die Bibel ist kein Kartenspiel. Also auf solche Taglines muss man erst einmal kommen. Hammer. Also tolles Buch. Also wer Western mag, den kann ich das nur empfehlen. Sag, so, wie schaut's aus mit der Zeit? Dass du mir immer den Sessel gibst, der weiter runterfährt als dein, dass ich irgendwann einmal 10 Meter unter dir sitze. Nachdem wir jetzt schon 3 Monate drehen, ich lerne, auch besser im Bild zu positionieren. Zumindest besser als du. So, ja genau. Jetzt Film ohne Grenzen. Kommen wir in den asiatischen Bereich. Das neue Hongkong-Kino, jawohl. Ich liebe sie. Ich liebe sie, diese alten, schönen, ich sage ja immer ganz gern Goschenhauer dazu, aber ist nicht nur auf Eastern und Kampfsport bezogen. Also dieses Bild, dieses Buch ist wirklich relativ allgemein gehalten. Ja, das ist Hammer. Wenn du ein Goschenhauer Buch suchst, dann wäre das vielleicht besser. Hautfilm. Das schaut schon super aus. Wobei man das ist geil. Muss, dass das extrem amateurhaft aufgebaut ist, das Buch. Aber man sieht Bilder, die man sonst in keiner Publikation sieht. Ja, das steht also textlich natürlich wahnsinnig spannend, weil es gibt eine Liste aus Filmen, eine Liste aus Darstellern und eine Liste aus Bildern. Und damit wäre es das dann auch schon wieder gewesen. Weitestgehend. Also das ist jetzt wiederum so eine Sache, wo ich zum Beispiel nicht wüsste, was soll ich mit dem Buch machen. Ja. Ich meine, ja, zum einmal durchblättern ist es relativ fein, aber jetzt einmal nur informativ, was zahlt man für sowas? Ja, also das gibt es einmal ein paar Euro. Das wird schon nachgeschmissen. Okay. Hier haben wir das. Natürlich, Cover Artworks. Das ist natürlich auch, das darf man natürlich nicht runterspielen und nicht runtermachen, das ist auch Arbeit. Ich bin dankbar für das Buch, weil ich mir doch einige Ideen holen konnte. Fantastisch. Also, kennen wahrscheinlich viele Eastern-Anhänger und die haben jede Menge an Auslandfotos. Ja. Wang Yu ist fantastisch. Ja, Wang Yu ist stärker als 1000 Kamikaze. Ja. 4 stahlharte Fäuste, das kennen wir mit dem Original-Plakatmotiv, das dann auch auf das Mediabook von TVP kam. Korrekt. Super, der Film war super. Du bist der Eastern-Fan auch. Ich liebe sie. Ja. Ich liebe. Also ganz ehrlich, wenn ich mich daheim entspannen will und mir irgendeinen Film anschauen will, den man sich einfach nur so gemütlich in die Kiemen fetzen kann, dann lege ich mir jedes Mal einen Eastern auf. Ja, da haben wir zum Beispiel. Das ist so schön, diese, was auch ein AVV große Hardbox das Cover ziert. Ja, also ich bin zufrieden damit. Diese wertvollen Kampfchoreografien, diese großartig geskripteten Kämpfe, das ist ja alles ein Talent und in Wirklichkeit eine Art Tanz, die unglaublich genial ist. Und das ist leider wirklich ein Genre, was heutzutage nicht mehr bedient wird. Weil auch wenn natürlich Raid 2 oder Tony Jaa generell fantastische Actionfilme sind, aber diese Art des Films kriegt man eigentlich nicht mehr. Na, vor allem man muss sagen, dass 99% der Darsteller wirkliche Kampfsportler sind. Ja. Also keine Schauspieler, sondern die haben das von Grund aus gelernt und sind dann eben eingetreten in den Film. Und jetzt kommen wir zum vermutlich berühmtesten Schweizer in der Filmgeschichte, und zwar zu Erwin C. Dietrich. Ja. Einer der bekanntesten Produzenten im deutschsprachigen Raum, der wahnsinnig viel getan hat für uns Exploitation-Liebhaber. Daher musste ich dieses Buch natürlich sofort haben. Ja. Die erste Seite, die ich immer auf YouTube herzeigen kann. Eines seiner Frühwerke oder früh produzierten Filme ist Trumpf. Ja. Jeder fängt mal klein an, ne? So wie wir. Gut, du bist noch immer klein. Aber ich werde das Substrat inhalieren quasi. Schauen wir mal. Das ist ja der Wildgänse, Das ist jetzt ein Film, der zum Beispiel unter anderem auch von AVV in großer Hardbox veröffentlicht wurde. Leider hat sich der Termin etwas verschoben, aber wenn wir dieses Video ausstrahlen, wird es vermutlich. Ist die Hardbox schon seit einem Jahr draußen? Genau. Oh, das ist jetzt nichts. Oh, das ist einmal was. Das können wir bringen. Erwin C. Dietrich in seinem Büro. Okay, sehr gut. Schön. Dann hätten wir noch, okay, Jess Franco haben wir. Nehmen wir den Argento. Den Argento möchtest du noch sehen? Okay. Jess Franco ist jetzt nicht unbedingt einer, der mich wahnsinnig interessiert. Also okay. Auf der Liste der italienischen Filmemacher, von denen ich am wenigsten halte, steht Jess Franco eigentlich nur knapp unter Joe D'Amato. Tatsächlich. Also ich kann mit beiden Herren etwas anfangen. Also Joe D'Amato ist für mich wirklich also der letzte Schundfilmer unter dieser Sonne, der genau einen einzigen Film gemacht hat, dem ich auch was abgewinnen konnte, nämlich Sado. Na, das ist ja schon was. Bitte. Der atmosphärisch wirklich genial ist, aber wenn natürlich Dario Argento, ja, das gehen wir drum näher in Richtung Kamera. Ja. Fotos kann er drum näher hingehalten. Also da ist ja wirklich, dann finde ich die Mischung aus Horror, Kult und Kunst ja. Eine ganz besondere. Also Argento ist wirklich ein Filmemacher, auf den ich ganz, ganz große Stücke halte. Tenebre zum Beispiel. Ja. Ist ein fantastischer Film, da ja auch der John Saxon mitgespielt hat. Ist ja, ich habe ja einen italienischen Arbeitskollegen und der bestätigte mir, dass Dario Argento in Italien gottgleich ja. Verehrt wird. Zu Recht. Zu Recht, ja, muss man sagen. Absolut. Also Argento, Bava und Fulci sind wahrscheinlich die großen Meister des italienischen Kinos, wobei man in Wirklichkeit Fulci ein bisschen ausnehmen muss, weil wir haben ja recherchiert für die Fulci Top 10 und sind ja mehr oder weniger draufgekommen, dass eigentlich von Fulci schon die meisten Filme doch eher irgendwie Dreck sind, aber ausgesuchte Werke dafür besonders genial. Ja. Fulci war ja auf Argento seinerzeit nicht gut zu sprechen, weil er ihn natürlich als unmittelbaren Konkurrenten empfunden hat und die Gunst der Horrorzuseher. Ja, aber so klein ist die Filmwelt. Ja. Da können wir vielleicht einfach nur ganz kurz in die Kamera halten. Zombie, okay. Das ist dann, was war das? Movie Star Sonderhefte. Haben wir da auch, ja, zu den Zombies und zu den Aliens. Ein Alien aus Star Wars, ja Wahnsinn. Wahnsinn, dieses Zeug. Also das sind auch extrem alte Sachen, wo eben noch Videokassetten beworben wurden mit D-Mark-Preisen. Also nimm nur mal die Aliens, ich schau mal die Zombies kurz durch, weil diese D-Mark-Preise von den Videokassetten waren ja Wahnsinn. Ja. Ich kann mich ja noch erinnern, ich habe einmal einen alten Werbeflyer gesehen, da ist die Marketingkassette von, glaube ich, Rambo 1 drinnen gewesen um 200 Mark oder irgend sowas. Ja. 239, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Zum Beispiel eine Beispielseite. Wenn wir nicht lesen können, stehst du auf und hältst das in die Kamera ganz kurz. Kann ich. Oder machst du es mit deiner Seite? Ich nehme meine Seite. Ja. Originalkassetten, VHS, PAL. Und zwar, wenn ich da jetzt Ausgesuchtes präsentiere, Evil Dead 2, 60 D-Mark für die Videokassette, aber am allerschlimmsten die Originalfassung von Dr. Giggles mit 130 D-Mark. Ja, das ist nämlich Hammer. Gut, man muss dividieren durch 2, ne, um auf den... Laserdiscs, 116 Mark! Das sind aber 60 Euro. Warte, ich muss mir das auch... Nimm du vielleicht mal das nächste... Das nächste kommt im Paket. Muss man da echt kurz verlieren, weil das ist, ich finde das so unfassbar. Bitte verlier dich, bitte. Ich finde das mich so unfair. Verlier dich, ist das die neue Version von Grab dich ein? Die neue Version von Schleich dich. Holländische Videokassette von Brain Dead, 100 D-Mark. Das waren damals die einzige Möglichkeit, um an ungekürzte Fassungen heranzukommen. Und ich habe diese Zeit ja damals noch live miterlebt. Aber weißt du, was ich geil finde? Ich bin 100% sicher, dass die Leute, die damals um umgerechnet 50 Euro die holländische Videokassette von Braindead gekauft haben, diejenigen sind, die sie heute über eine 30 Euro Blu-ray vom selben Film im Mediabook aufregen. Das ist möglich, da möchte ich niemandem zu nahe treten. Schauen wir uns einmal dieses Paket an. Sind das die Soft-Cover-Varianten vom MPW Verlag, die auch schon relativ alten Datum sind, thematisch abgeschlossen. Freitag der 13. Und zwar diverse Reihen. Ja. Freitag der 13. Halloween. Nightmare on Elm Street, Nightmare, Texas Chainsaw Massacre, Scream, Scream und diverse andere Slasher-Filme. Sehr schön, dass du mir da reingefallen bist. Sehr schön, bitte. Das war, wenn wir drehen dieses heutige Video, ich gestehe es ja wieder einmal, am 2. April. Und ich habe mir gedacht, ich mache einen verspäteten April-Scherz für den Robert und schaue mal, ob du mir wirklich ins tatsächlich offene Messer laufst. Du hast es dankenswerterweise nicht getan. Ich schaue jetzt einmal kurz durch das Nightmare on Elm Street Buch. Aber das ist natürlich schon mehr oder weniger die Cheat-Line, oder? Haben wir hier zum Beispiel das wunderbare Plakat zu der Säge des Todes. Robert Englund als Freddy Krueger ist natürlich wirklich ein Genie. Absolut geil. Okay. Also, wenn ich jetzt wirklich dran denke, was du da an Geld in diesem Regal stehen hast, was wir da in den letzten drei Ausgaben eigentlich von dem Sammlungsoverview abgearbeitet haben, dann ist das wahrscheinlich einer Trash-Collection gar nicht einmal so unähnlich. Ich muss aber dazu sagen, dass ich vielleicht ein Einzelfall bin oder einer der wenigen Wahnsinnigen, weil sobald ich irgendwo ein Buch sehe, ein neues, dann überkommt es mich, das muss ich sofort haben, das ist noch ärger als wie beim Mediabook. Ja. Und da schlage ich sofort zu, egal zu welchem Preis, naja, fast zu welchem Preis. Und ja, deswegen steht das so da, wie es hier steht. Ja. Schauen wir vielleicht mal, das ist ein paar vom Cinema-Buch. Ein paar Minuten haben wir noch. Okay, dann vielleicht einmal das Action-Buch, aber möchte ich noch ganz kurz herzeigen. Stars und Stunts im Action-Kino. Vertreten unter anderem auch Sylvester Stallone, das ist wahrscheinlich jener Action-Schauspieler, den jeder auf der Welt kennt. Also wenn ich wahrscheinlich 100 Leute frage, auf sogar Leute in der Lugner City, dann werden 99 von 100 diesen Namen kennen. Wobei jetzt da ganz ehrlich sagen muss, also im Vergleich zu den Büchern, die wir bis jetzt gehabt haben, ist die Qualität, finde ich, da eigentlich grottenschlecht. Ja. Man muss dazu sagen, die Filmbilder, furchtbar, der Aufbau, ich meine natürlich, dass jetzt natürlich die Optik von dem Buch antiquiert ausschaut, möchte ich an der Stelle selbstverständlich nicht kritisieren, weil immerhin das Buch erschienen ist im Jahr 1986, ja, das sind 30 Jahre. 30 Jahre, ja. Damals tickten die Uhren noch ein bisschen anders, vor allem die von Robert, aber so ein Bild, das Shining! Thriller! Da erinnere ich mich an ein Intro, das es vielleicht schon gegeben hat auf unserem Kanal. Schau mal, das finde ich ja genial. Wenn ich das Bild jetzt noch einmal finden würde von vorher, wäre das genial. So schaut das ja ungefähr aus, wenn wir beide unsere Intros schneiden und dann nachher vor einem Laptop sitzen und uns anschauen, ob das alles passt. So ungefähr, ja. Gut, weißt du, vorher die mangelnde Qualität angesprochen hast. Bei Cinema muss man natürlich sagen, es war eine der ersten Filmzeitschriften. Ja. Allgemeiner Natur. Und ja, da muss man einfach ein bisschen Abstriche machen. Das kann natürlich nicht so sein. Natürlich, weil jeder muss von irgendem lernen. Und natürlich. Der anfängt, ist dann natürlich der Pionier und jeder andere. Ein Wahnsinnsfilm. Jeder andere hat dann die Chance, das Ganze einfach weiterentwickeln. Und ich nehme natürlich wieder mal die Bestellkarte. Ja. Und sehe, meine Güte, die Kosten von den Büchern waren natürlich auch eine andere, weil das Stuntman-Buch zum Beispiel um 30 D-Mark damals. Von daher, das sind 15 Euro, das ist ja auch... Gut, wir haben hier aus der Cinema-Reihe noch ein paar Horrorbücher, aber ich glaube, die nehmen wir jetzt... Na, schauen wir uns die Cinema-Reihe vielleicht noch fertig an. Okay. Nehmen wir noch ein Horrorbuch und vielleicht ein Science-Fiction-Buch. Ja, dann machen wir es so. Fangen wir die Horror, das ist der zweite Teil. Warte mal. Ja. So. Horror Moment, der Horrorfilm. Und das natürlich mit dem Freddy Krueger Cover, nur mal noch ganz kurz anschauen, natürlich auch für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich auch das Ultimative an Wissen, das es gegeben hat. Ja. Das war ja eben damals, du hast ja... Fliege Original und Fliege Remake. Das ist ja die Sache, damals in den Videotheken war es ja so, dass das Programm dort mehr oder weniger das Ultimative war. Ja, die Videokassette war in der Videothek, dann ist sie indiziert worden, dann war sie weg vom Regal, ja, und damit hatte man keinen Zugriff mehr drauf. Heutzutage sind ja diese ganzen Indizierungen alleine schon dadurch komplett überholt, dass man im Internet die Information, dass der Film tatsächlich erschienen ist und tatsächlich existiert, ja, sowieso kriegen kann. Genau. Also es werden so Dinge besprochen wie The Thing, Shining, Katzenmenschen, Die Fliege, Halloween, nein, Ghostbusters, also der Exorzist treibt aus, bitte. Exorzist treibt wieder aus, wir nicht nur in unserem Intro, ja? Ja, und da bitte, das muss ich auch noch näher in die Kamera halten, da ist tatsächlich ein Bild von Winnie Guster Pharaoh aus Freitag der 13. Teil 6, nein, aus Schocker, Verzeihung, aus Schocker ist es in dem Fall. Mit ihm habe ich ja für den YouTube-Kanal von DVD-Forum AT ein eigenes Interview gemacht, ein wahnsinnig sympathischer Kerl, und der ja eben in Freitag der 13. Teil 6 und Schocker unter anderem mitgespielt hat. Aber damit muss ich wahrscheinlich sagen, sind wir am Ende angekommen von unserem dritten von, denke ich einmal, 4 Sammlungsoverviews von deiner Bibliothek. Ich glaube, ein Video werden wir noch brauchen, weil ich sehe da jetzt hinten gegen Ende von dem Regal noch ein paar Bücher, die mich wirklich absolut interessieren werden. Und der Robert hat ja da unten auch noch ein paar hingestellt. Nicht alles. Deswegen sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier auf Playzocker Reviews bei einer neuen Folge von Playzocker versus Italophiler, da mit einem komplett anderen Thema. Dafür allerdings in ungefähr einem Monat wieder hier vor Roberts Bibliothek mit dem letzten Teil seiner umfassenden Filmbüchersammlung. Und das ist natürlich für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Abstand das Schwierigste, das wir bis jetzt da gehabt haben im Format und im Sammlungsoverview, weil im Gegensatz zu einfachen DVD-Covern, wo wir jetzt eben hergehen können und sagen können, Frontcover, Backcover, Innendesign, besteht ja dieses Buch aus bis zu 900 verschiedenen Seiten, die wir euch natürlich in ihrem vollen Umfang gar nicht zeigen können. Aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem durch diese Videos ein bisschen so einen Überblick über die bisher erschienenen Filmbücher aus dem deutschsprachigen Bereich geben können. Mit diesen Worten melden wir uns dann wahrscheinlich schon auch wieder ab und sehen uns dann eben bei der nächsten Overview-Ausgabe in ungefähr einem Monat, beziehungsweise dann beim nächsten Video hier nächsten Donnerstag. Ciao! Ich freue mich auf euch. Das war Playzocker vs. Italophiler für diese Woche. Wir hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat und freuen uns schon darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Zocke? Nein, was? Hast du das jetzt nicht mitbekommen? Nein, ich glaube, ich bin dazwischen dran eingeschlafen. Oh ja, naja, okay, ist verständlich. Probieren wir es nächste Woche noch einmal mit den beiden. Na, jetzt sagen wir eine Chance, geben wir denen noch. Vielleicht werden sie ja besser. Kann man mir nicht vorstellen. Aber erst. Naja, okay. Ja. Boah. Anstrengende 2 Typen. Na dann. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Jimboy.